Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sommerland hier am Mutterbaum. Der Domi ist auch wieder mit am Start und ich, der Flo, heute seht ihr mal wieder meine Perspektive. Und ja, wir sind hier gerade noch auf dem Gewächshauskomplex, den wir letztes Mal noch gebaut haben. Da wächst aber auch immer schon, also es ist noch nicht größer geworden. Ich glaube, die Sachen wachsen nicht weiter. Das sind halt einfach Setzlinge. Und wir haben völlig zu Recht, wurden wir natürlich darauf hingewiesen, dass wir jetzt endlich mal ein anständiges Bewässerungssystem auch brauchen. Auch sowohl für die Pflanzen als auch zum Schutz des Baumes gegen Feuer. Und damit wollten wir heute einfach mal anfangen. Genau. Sind noch nicht so ganz 100% schlüssig, wie wir es machen. Wir hatten eben schon ein bisschen rumprobiert. Wir versuchen auf jeden Fall aus dem Tropenholz so Wassertanks irgendwie zu bauen, die quasi das Wasser auffangen, dann wenn es regnet oder eben hier den Baum runterfließt. Und wie genau, das gucken wir jetzt einfach mal nach. Ja, also wir hatten ja schon mal ein bisschen rumprobiert. Ja, du hattest ja eben schon überlegt, dass wir hier irgendwie einen anfangen, ne? Genau. Quasi mit der... Den Bodenbelag hier, ich weiß gar nicht, wie heißt das hier? Tropenholz ist es, glaube ich. Genau. Bretter, genau. Das ist quasi, weil wir da eh genug von haben, wir haben ja den Baum ausgehöhlt. Ja, genau. Viele noch rumliegen. Die nehmen wir einfach. Und der Gedanke ist, überlegt, genau, dass der, dass das Wasser ja beim, wenn es regnet, irgendwie dann am Stamm ja runterfließt. Genau. Und warum das nicht irgendwie auffangen? Also haben wir solche, ja, wenn es jetzt einfach mal einen Zapfhahn am Baum befestigt, hier, wo quasi das Wasser kurz, dann genau, reinfließen kann. Da wird es dann einfach gesammelt und fließt dann eben hier in irgendein Depot, das hier noch hinkommt und dann weiter in eins hier hinten, das ich schon mal so ein bisschen baue. So klappt, wie ich mir das vorstelle. Machen wir mal so. Und dann entstehen hier hoffentlich so kleine Wasserstraßen. Genau. Machen wir noch ein bisschen tiefer. Machst du es einfach genauso breit wie das Ding oben dann, diese Straße hier? Wahrscheinlich muss die ja mindestens drei breit sein, damit genau, wir das führen können, anders geht es ja leider nicht. Würde ich jetzt auch mal schätzen, dass es auf jeden Fall drei breit sein muss. Machen wir hier einfach auf. Es reicht ja vielleicht sogar so. Abgestürzt. Meinst du, wenn wir das einfach nur so machen, jetzt nicht unten noch auffüllen? Geht ja auch. Vermute, das reicht so, ja. Filigraner okay. Noch aus als jetzt. Ich guck mal gerade, wie das. So, sieht eigentlich okay aus, genau. Dann stell dich doch mal unten hin und guck mal, dann packe ich jetzt gerade mal Wasser hier oben rein. Wir tun mal so, als ob es jetzt. Es hätte jetzt gerade geregnet. Und zack. Da kommt's. So, das würde jetzt hier landen. Hier weiter fließen. Genau, und so weit fließt Wasser ja gar nicht, aber in der Theorie geht es dann bis hier hinten ins Depot rein. Dann hätte man an dem Gewächshaus hier auf jeden Fall immer schon mal einen frischen Wasserzugang hier vorne. Durchaus sinnig. Kannst hier hinten mal Wasser noch reinmachen, dass man sieht, ob's, also wie es durchfließt dann. Irgendwie heute Probleme mit der Stimme. Naja. Hast du Kaffee getrunken? So, nee, noch nicht. Muss gleich mal einen Kaffee trinken. Daran könntest du nie. So, und jetzt ist das einzig Doofe, aber dass das hier jetzt immer so ein bisschen runtertropft in der Mitte. Vielleicht machen wir da noch eine dünne Schicht runter, so. So. Das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Hier dann eben dementsprechend auch. Einfach. Noch eine dünne drunter, weil sonst wird hier alles immer voll getropft. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja jeden Tropfen Wasser hier aufbewahren. Und dann hier den Weg auch nochmal lang. So, stabiler. Und hier tropft es gar nicht, das passt schon. Ja, okay, so kann man das auf jeden Fall machen. So haben wir schon mal angefangen jetzt hier. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier für das Gewächshaus auch irgendwie Wasser hinbekommen. Wir müssen erstmal überlegen, wo wir dann quasi das Wasser abgreifen. Oh nein!
Regnet es kurz runter, so. Ich würde sogar sagen, hier oben, beim anderen Gewächshaus, weil man, die sind ja übereinander, die beiden, dann können wir es einfach runter, quasi von einem zum anderen auch runter regnen lassen. Da müssen wir nur mal gucken, wo wir hier bei dem Gewächshaus oben drüber gut ein Wasserdepot hinbauen können. Ja, mit der Leiter hier. Ach so, an. Wir haben ja keine richtige eigene Ebene. Aber hier ist der Baum eh noch ein bisschen lückenhaft. Den mache ich gerade zu schnell. Ja, und hier direkt dran eigentlich passt das doch ganz gut. Vielleicht so ein Wasserdepot. Einfach hier, ja. Da kannst du auch direkt reinlaufen. Das würde ich dann direkt halt an den Baum bauen. Vielleicht die hier. Dann baust du das mal da oben und dann überlegen wir, wie wir hier runterkommen. Boah, es leckt wieder ganz schön krass heute. Ja, bei mir auch ein bisschen gerade. Irgendwie müssen wir nochmal gucken, ob das mit den Shadern und so alles da nicht noch was machen kann. So, hier wäre also das Wasserdepot, da können wir natürlich hier noch dann so einen kleinen Steg auch hinbauen, dass man da überhaupt rankommt. Genau. So. Und das könnten wir jetzt nach unten quasi wegführen irgendwie. Ja, idealerweise. Warte mal, vielleicht machen wir es noch einen breiter und dann kann es nämlich genau hier an der Plattform vorbeifließen quasi. Siehst du, wo ich gerade bin? Ja. Dann hier sozusagen in ein Depot rein und das dann weiter zum anderen Gewächshaus. So könnte das gehen. Könntest doch hier runterfließen, oder? Ich habe noch so einen kleinen Ausläufer gemacht von dem Depot quasi. Ich glaube, dann kommen wir hier an. So. Sieht so bei dir aus? Ich habe den Wassereimer schon in der Hand. Ich hoffe, ist schon fertig. Ich hoffe, das passt. Fängt's nämlich an zu regnen. Es müsste passen. Würde ich jetzt mal so behaupten. Wollen wir es mal testen? Ich mache hier vielleicht noch kurz zu. So. Test. Test. Zeit. Testphase. Oh, das sieht gut aus. Jawohl. Das okay. Sieht gut aus. Immer nur unten wieder. Mache ich mal jetzt einfach die dicken dran. Hauptsache, es tropft hier nicht alles durch. Geht doch. So. Jetzt müssen wir noch eins rein. Weiter runter, ne, zu denen hier. Müssen wir irgendwie hier vorne hinkommen. Da würde ich auch sagen, oh, dass wir auf die Seite, wo du gerade bist, ja. Genau. Einfach das Wasserdepot hin. Brauchen wir hier ein bisschen tiefer. So. Ja, also, ich kann immer nicht einschätzen, ob das dann zu globig wird, aber wir gucken jetzt einfach mal. Wir müssen schon rüber. Und ja, wir kommen ran. Ist ja auch ein ziemlich großes Gewächshaus. Da muss natürlich ein bisschen Platz sein für Wasser. Hier runterfließt. Schauen.
Achso, du baust das gleiche quasi. Okay, dann muss ich das machen. Achso, oh, das habe ich gerade nicht gesehen. Ja, macht ja nichts. Die Wasserstraße oben rum. Und fließt dann hoffentlich genau hier rein. Mache ich das vielleicht noch ein bisschen höher. Und hier wäre dann der Wasserzugang eben. Und nach unten mache ich es auch mal noch eine Schicht dicker, dass es hier gleich nicht wieder tropft. So. So. Die Schleusen schon geöffnet werden? Ja, ne? Banken dran, dass hier das alles wieder schön zuwächst. Ja, kannst ja? Schon öffnen, glaube ich. Okay, dann probieren wir es mal. Aus, genau. Ich glaube, das sieht später auch richtig gut aus, wenn hier überall die Ranken runterwachsen. Einfach überall. Oh. Ja, das passt auch. Sehr gut. Ja. Schön. Dann mache ich jetzt auch nur unten wieder eine Schicht, dass es nicht tropft. So, jetzt sieht man, also wir sammeln hier irgendwo das Wasser. Das wird eben hier in so kleinen Becken dann immer gesammelt und fließt so von Ebene zu Ebene. Dass wir an jedem Gewächshaus auf jeden Fall ein kleines Wasserdepot haben und natürlich auch Löschwasser, falls irgendwas schief geht, mal hier und brennt. Wir müssen jetzt noch irgendwie Wasser zu der Ebene hier bekommen, wo wir quasi rein, wo es dann reingeht in den Baum. Und dann eigentlich müssten wir dann einen Wasserfall in der Mitte des Baumes runterlaufen lassen. Das fände ich noch ziemlich cool. Mhm. Das würde ja vielleicht sogar Sinn machen. Ich weiß nicht, ab wo willst du den dann laufen lassen? Weil wir könnten den ja ab der Ebene quasi reinlaufen lassen in den Baum. Weil das überschüssige Wasser einfach halt nach innen abläuft. Mhm. Du meinst, also ja, dann müssten wir den Baum erstmal komplett, wir haben den ja immer noch nicht komplett ausgehöhlt nach oben. Also wenn wir hier, wo wir gerade sind, schon rein wollen, müssen wir erst den Baum aushöhlen. Wo bist du jetzt gerade? Ich bin noch hier oben bei den Gewächshäusern. Also. Flieg nur rum. Und guck mir das nochmal an hier, das Wasser, die Wasserspiele. So. Also würden wir hier rein wollen mit dem Wasser und in der Mitte sozusagen runterfließen irgendwo, müssen wir auf jeden Fall erst noch weiter den Baum nach oben aushöhlen, was wir ja eh machen müssen. Ja, dazu dann natürlich von außen auch ein paar Lücken schließen und so. Nach oben haben wir ja noch nicht so viel gemacht. Da ist ja wieder auch arg dünn. Genau. Da ist im Grunde dann nur noch so ein Zimmer sozusagen pro Fläche. Nach oben, ich weiß nicht, haben wir noch eine Schicht weg. Sogar noch eine, ja. Geht bei dir jetzt gerade so? Machst du das jetzt ich auch? Ich mach gerade oben den Baum zu, hier die eine Stelle, dass wir ganz hoch kommen gleich. Beziehungsweise dann, wenn wir es aushöhlen. Aber nicht so viel. So. Das nehme ich jetzt auch gar nicht genau. Wo ist gerade überhaupt Sinn? Ich bin gerade im Baum und höhle aus. Und versuche es weiter hochzukommen, ja. So. Was denn? Ja. Der Mutterbaum, du. Ach, da bist du, hier. Hallo. Hallo. Ah. Verheimlich hier drin.
Tja, das ist echt. Das ist echt was hier mit dem Mutterbaum. Ich hätte ja eigentlich mittlerweile, wo wir jetzt so eine Weile dran gebaut haben, hätte ich gerne in echt einen. Das wäre schon lustig. So ein echt riesengroßes Baumhaus einfach nur bauen. Ja, das Riesenbaumhaus wirklich halt. Aber früher hat man ja schon ab und zu mal gemacht. Also bei uns gab es da auch mal so, also immer so ein paar Wäldchen, wo er immer hin ist. Dann so versucht hat, sich irgendwie ein paar Unterschlüpfe zu bauen. Boah, hier komme ich, hier kreuze ich jetzt irgendwelche Steinplatten. Ich weiß nicht, ob das schon eine Treppe oder so, hä? Ja, das ist Treppe. Mach jetzt hier einfach mal die Lücken quasi zu. Ich gehe mal kurz raus, wie hoch sind wir denn jetzt hier? Ach, hier sind wir erst. Okay, da fehlt noch ein ganzes Stück. Wir sind noch nicht mal bei der untersten Wasserebene angekommen. Oh, oh, oh. Da müssen wir nämlich hin. Und dann können wir bei der, da wo halt unten jetzt Wasser irgendwo fließt, da werden wir es dann in den Baum reinholen. Da lassen wir die Oh, es ist so schwierig, wie eng es jetzt hier nach oben wird. Ja, zum Schluss führt dann wahrscheinlich auch innen nur noch eine Leiter weiter hoch, würde ich sagen. Ne? Ja. Der geht dann eh nicht mehr. Ist ja auch nicht schlimm. Irgendwann zu Ende. Wobei nach oben, also Leiter und so brauchen wir ja gar nicht, weil die Treppe ist ja außenrum. Ja, klar, aber... Wir brauchen hauptsächlich nur noch Raum, damit dann vielleicht bauen wir hier die Zimmer vom Rat der Ältesten rein oder so, dass die halt direkt unter dem Parlament irgendwie wohnen auch. Halt dann alle so hier ihre kleinen Zimmerchen Ebene für Ebene. Kannst mal immer ein bisschen nachchecken, ob wir ungefähr so breit sind, wie wir können. Also falls wir irgendwo noch eine Schicht breiter können, dann mach die auch gerne weg. Weil ich mach's jetzt erstmal hier nur so ein bisschen grob, um überhaupt oben beim Wasser anzukommen. Da gehen die Meinungen auch voll auseinander. Viele von euch haben geschrieben, wir sollen doch bitte alles zeigen, auch wenn wir hier nur aushöhlen oder so, weil das da zu Minecraft eben dazugehört, dass auch mal langweilige Arbeiten gemacht werden müssen. Und viele fanden es gut, dass wir das immer rausgelassen haben. Also ich weiß jetzt selber nicht genau, ob wir sowas hier zeigen sollen oder nicht, aber manchmal lässt sich es wahrscheinlich auch einfach nicht vermeiden. Will oder nicht. Ja, wobei hier ist es, finde ich jetzt persönlich auch gar nicht so schlimm, weil es jetzt kein Riesenraum ist, sondern ja noch einigermaßen begrenzt. Also unten halt so eine Riesenhöhle baut und dann einfach sich überlegt, ach, die können noch ein bisschen breiter werden. Ja, das hätte halt auch, also wenn wir das gezeigt hätten, das wären halt, glaube ich, 5-6 Folgen gewesen, die wir einfach nur den Baum gezüchtet haben. Ist ja wahrscheinlich irgendwann ein bisschen langweilig geworden. So, hier muss ich jetzt erstmal gucken, wo wir sind gerade. Sehr gut, jetzt sind wir über den Wasserebenen. Die ist hier bei dir jetzt quasi irgendwo. Hier, ich mache jetzt hier mal einen kleinen. Können wir ja nachher wieder zumachen. Genau hier ist das Wasser. Könnte jetzt natürlich hierher fließen. Boah, das wird super tricky, weil wir müssen uns ja jetzt genau überlegen, wo es eigentlich lang fließen soll. Auf welchem Punkt soll eigentlich das Wasser lang fließen? Wäre cool, wenn es halt wirklich bis komplett unten durchfällt. Na, fand ich auch ziemlich cool. Könnte aber klappen, wenn wir entweder links oder rechts. Ach nee, hier ist ja halt die Glasebene. Ja gut, aber die kann ja. Da kann ja ein Stein weg, einfach. Muss man halt dann drumherum laufen. Überleg nur, ob wir. Wir müssen, glaube ich, hier rein.
würde man hier nämlich vor... Ach nee, dann landet man auf der Treppe. Okay, dann müssten wir hier notfalls nochmal eine kleine... Ein weiter rüber wäre halt noch super, dass wir quasi nach ganz unten durchfließen. Geht. Das wird jetzt eine Aktion. Aha, hier ist die Treppe leider. Wir kommen hier. Ah, ich sehe jetzt gerade leider nicht, wie du stehst. Auf der Glasplatte bin ich gerade. Ja, also auf der Seite unten, wo die Quertreppe, also die, der Quergang ist ganz unten auf der Erdgeschossebene. Mhm. Kommen wir wahrscheinlich nur auf der Seite, wo auch die Lianen unten hängen, vorbei. Auf der anderen Seite würden wir oben an die an so eine Treppe stoßen schon. Okay. Wahrscheinlich tatsächlich, ja genau, eher hier jetzt stehst, in der Ecke, irgendwo gucken. Jetzt hier. Ja, ich glaube, das haut hin. Sollten wir gleich mal testen. Aber hier. Baum noch ganz schön was macht. Ich sehe auch gerade, hier fehlt ja noch ganz schön. Baum noch eine ganz schöne Lücke. Oh oh, da muss. Ja, der Baum hat ja überall noch krasse Lücken, aber auch weil man ja. Die ist extrem groß. Wir wussten ja oft noch gar nicht, was genau eigentlich hin soll. Also ob wir noch eine Ebene reinziehen oder was auch immer. Oder eben irgendwelche Gebäude dann jeweils dahin bauen. Das müssen wir alles noch entscheiden. So, ich weiß jetzt nicht, ob ich so mutig sein soll, hier einfach mal so ein... Meinst denn du? Ja, bist du schon... also, wo bist du jetzt gerade? Ich bin oben am Wasser gerade, da wo es jetzt quasi in den Baum reinfließen würde. Bist du jetzt da, wo du einen Block von der Glasplatte weggemacht hast, nur nach oben gegangen? Nee, das konnte ich jetzt nicht mehr so gut kontrollieren. Das müssen wir gleich nachjustieren, sozusagen. Weil es könnte aber funktionieren, wenn ich jetzt hier hochgehe und einfach nur die Steine alle wegmache. Hier. Oh, nochmal das. Ich zeig dir mal, wo ich jetzt ankomme. Wenn hier das Wasser runterkommt, wo ich jetzt gerade mich hochbaue. Oh. Leider hier die Außenwand schon. Oh oh. Achso, ja, das Wasser kommt jetzt in der Mitte irgendwo weiter runter. Ich baue ja gerade so ein... Ich baue quasi das, was wir nach außen gebaut haben, auch nochmal nach innen. Eine kleine Wasserstraße. Wir müssen eigentlich nur genau quasi von die Wasserstraße jetzt eben so bauen, dass die an dem Punkt rauskommt, wo den wir haben wollen. Ja, das kann ich... Der ist hier. Wo? Da bei dir auf der Seite. Geh nochmal hoch, so. Ja genau, stell dich mal auf den Punkt. Achso, kannst du von da aus gerade hoch oder ist dann da direkt Baumwand? Ja, hier. Hier kann ich hoch. Hier, wo ich jetzt gerade hochkomme. Das ist quasi. Und jetzt bist du in der Baumwand verschwunden. Ja, jetzt bin ich da. Du bist über mir. Mal nach unten einfach. Da unten, jetzt will ich gerade da um die Ecke gucken. Da bist du. Da, wo ich jetzt stehe, das müsste quasi... Da müssen wir hin, okay. Ja, da, gerade runter. Moment, dann bauen wir mal... Vor. Wo ist das der hier? Bin ich ja echt mal gespannt, was gleich passiert. Ich glaube, es gibt gleich eine kleine Flutung. Ah, ich habe unten schon mal ein kleines Bassin hingetan, damit es irgendwo reinfließen kann und sich nicht verteilt. Also wie ich würde jetzt vermuten, dass es schief geht. Aber wir probieren es. So, und in der Theorie müssten wir ja jetzt hier quasi hin. Ja. Boah. Könnte klappen. Aber man weiß es nicht. Ich mache jetzt mal den Stein hier weg.
So weit fließt das Wasser erstmal gar nicht. Hast du gerade noch den Eimer? Ja, jetzt wieder. Okay, dann fliegen wir mit dem Wasser jetzt mal runter und gucken. Da kommt's. Und ja! Boah, das war ja wohl Präzisionsarbeit. Das war schon mal cool. So, jetzt ist nur die Frage, was passiert jetzt weiter mit dem Wasser? Habe ich das Bazaar richtig gebaut oder an die richtige Stelle? Das? Oh, das sieht gut aus. Hier ist schön weiter. Geil, wie es jetzt echt von ganz oben nach ganz unten fließt. Wo ist es? Komm. Ach hier, jetzt check ich erst, was du meinst. Hier hast du hier so ein kleines Becken gebaut. Und? Nicht schlecht. Ja. Total bescheuert. So, jetzt muss man erstmal wieder 10 Minuten hochfliegen. Und die ganzen Creeper da unten gehen direkt aufs Wasser zu, alle. Heute gibt's Wasser. Krass. Den ganzen Baum wachsen irgendwann Lianen und Wasser runter. Hier ein Wasserstrudel nach oben. Aber das finde ich cool. Was Wasser jetzt wirklich so weit oben kommt, gefällt mir gut. Ich finde das ganz gut, dass es auch nur auf dem... Guck mal, wenn du kannst jetzt von außen gucken und an der einen Stelle fließt quasi jetzt, ist jetzt anstatt Stamm Wasser. Sieht auch ganz cool aus. Müssen wir es hier nur weiter dicht machen, genau. Ja, also gestopft werden muss hier noch ganz, ganz schön viel. Okay, dann steht jetzt dauernd ab heute, so. Der möglichst frei ist die ganze Zeit. Ja, aber auf jeden Fall finde ich das so schon ganz cool eigentlich, die Bewässerungsidee. Hier ist jetzt noch ein bisschen unlogisch an der einen Stelle, wo sozusagen unsere Quelle losgeht, warum jetzt genau hier so viel Wasser in beide Richtungen wegfließt. Da müssen wir jetzt noch vielleicht weiter oben noch mal ein kleines Auffangbecken machen, von wo aus hier alles voll wird. Also so ein richtiges Depot, wo wir mehr Wasser vielleicht sammeln. Ja. Also nicht mehr Wasser, sondern noch mehr Wasser. Noch mehr Wasser, ich hab nicht verstanden. Ja. Noch, das ja, hier mache ich auch noch eine. So. Auch. Ja. Hier noch überall jetzt die Ranken wieder dran machen, dass die schön wachsen können bis zur nächsten Folge. Ja, so. Ich glaube nämlich, dass das auch echt so krass am Schluss aussieht, wenn hier überall diese Ranken extrem runterwachsen. Vielleicht ist es auch zu krank, aber da müssen wir ein paar wieder wegmachen, notfalls. Das ist ja kein Problem. Der Mutterbaum ist aber ja so viele tausend Jahre alt, dass es echt unrealistisch wäre, wenn hier nicht alles zugewuchert ist. Ich meine, die werden jetzt ja auch nicht jeden Tag gerade gucken, dass sie alles sauber machen und überall die Ranken entfernen. Ich glaube, die sind da eher, müssen eher so, ja, das wächst, ne? Genau. Wir wollen ja auch wir brauchen ja einen fruchtbaren Baum. Das muss ja ein ganzes Volk irgendwie ernähren und Schutz bieten. Da alles gedeiht und wächst. So, die eine Seite ist gut. Gucken wir hier noch kurz. Ich kann noch ein bisschen. Ach so, dann verändert er die, okay. Bin runtergefallen. Okay.
So, ja, ich würde sagen, so sich doch ganz gut entwickelt hier die Wassersituation. Zumindest kann man jetzt schon mal die Gewächshäuser, die wir haben, gut bewässern. Da ist jeweils ein kleines Becken davor. Und ganz, ganz unten auf dem Grund des Mutterbaumes bildet sich jetzt ein kleiner See. Beziehungsweise ein kleines Wasserdepot eben auch. Ja, weil wer weiß, wir brauchen ja vielleicht da unten auch Wasser. Noch. Ja, sicherlich. Also vor allen Dingen, am wichtigsten, wie gesagt, vor allen Dingen für, falls mal Feuer ist, da sollten wir eigentlich überall Wasser haben. Ich fließe jetzt mit dem Wasser nochmal nach unten, ganz gemütlich. Ist eigentlich wie ein Aufzug jetzt auch, ja. Ne? Wenn man nämlich da drin ist, dann ist man langsamer, als wenn man fällt. Kann man hier ganz gemütlich runter. Das wäre ja eigentlich jetzt schon eine Lösung für unsere, unseren Rat der Ältesten. Die können einfach sich immer in den Wasserfall reinhängen. Aber geht halt leider nur nach unten. Nach oben wird's schwierig. Ja, nach oben können sie dann ja theoretisch irgendwann dann mal so ein Luftschiff nehmen, wenn es sie denn dann mal irgendwann gibt. Stimmt, ja. Dann hätten wir eigentlich so das Logikproblem ja schon bewältigt. Ja. Und ich habe auch irgendwie Bock, langsam die Luftschiffe zu bauen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, Luftschiffe kommen ziemlich cool. So, jetzt kommen wir hier. Ich verlasse mal kurz das Wasser. Dann kommen wir ganz hier unten auf dem kleinen Depot an. Ja, das ist echt schön. Und was man mit dem Wasserfall, kann man ja auf jeden Fall jetzt noch was anfangen, der einmal komplett runtergeht, den ganzen Baum. Da kann man ja jetzt quasi auf jeder Ebene nochmal Abzweigung von machen und so, wenn irgendwo Wasser gebraucht wird. Aber so hat man eben schon mal einen Fluss. Theoretisch kann man jetzt von hier aus ja an jedes Stockwerk ein bisschen was von dem Wasser verteilen. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, jetzt haben wir wieder ganz gut was geschafft. Sind ja immer noch hier oben, also es fehlen ja, wir haben immer noch erst 3 Äste. Vielleicht machen wir damit nächstes Mal wieder weiter, dann die Verteidigungsäste und so, die fehlen ja auch noch. Und noch die ganzen Behausungen und der Ältestenrat und der Luftschiffhafen und der richtige Hafen, den wir auch noch bauen wollen. Also so ein paar Projekte stehen noch vor uns. Die Bibliothek ist ganz wichtig, auch vielen Leuten gewesen. Ja. Das kommt auf jeden Fall. Das muss ja gesammelt werden, was wir hier anhäufen. Genau. Unterbaum. Ja, noch viel zu tun. Und dann würde ich sagen, genau, wie immer, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Hoffentlich dann mit etwas weniger Lags. Ich guck mal, ob wir das hier irgendwie geregelt kriegen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.